Dann geht's mal los. Oh, ich habe gar nicht Play gedrückt. Ich gehe da mal zur Arbeit. Okay. Ja, setze das auf den Kopf. Babys lernen. Okay, Kachbar, wir sehen uns dann heute Abend. Okay, tschüss. Kachbar. Ich glaube, das kenne ich auch schon mit den. Nee, das. Nee, das noch nicht. Aber das. In irgendeiner Folge hat er auch zu seiner Frau Kachbar gesagt. Als ob, Alter, wenn Kinder das wirklich so nachmachen würden, die brauchen nicht in den Kindergarten gehen. Die können ja gleich mit zur Arbeit. Oh mein Gott. Also entweder geht er da bestimmte Shows angucken, der Kleine oder die Kleine, oder? Mach damit. Auch das mit der Aktentasche reißt. Nein, ich hab dich. Oh Mama, nein! Geil! Die Kinder-Strip-Show hier! Ich scheiß mir ein! Yo, Helmut, was geht? Hi, Helmut! Was zum Teufel ist das? Ich ruf mich an! Bibi, die Babi, du, ey, Helmut, du bist so cool, Mann! Yo, Leute, ist Helmut, kein Helmut ist hier! Für Deutschland! Ist doch nur für dich, Helmut! Baby, wir stöhnen alle. Helmut sind die Stöhnmuts, Alter. Mom, wer ist denn das? Das ist mein junges, klein Helmut. Und vielleicht ist er dein Vater. Alter, Mann, wie klein bist du denn? Ey, Leute, guck dir mal an. Was ist denn das für eine Witzfigur? Sieht irgendwie sehr komisch aus. Ich will dich sowas von platt machen, Mann. Jetzt würde ich aber ganz schön ganz viel Angst haben, Alter. Junge, Junge. Was geht, Helmut? Helmut, du bekommst morgen dein Schutzgeld, ich schwör. Oh, scheiße, Mann, Helmut. Natürlich kriegst du meinen Arbeitslohn. Hey, folgt mir auf TikTok. Okay, Helmut, mache ich. Ich will keinen Stress. Backwaren weg. Sollten wir das nicht lieber auch tun? Sonst tötet uns das Helmut-Baby-Dings sie auch. Das ist ja kein Baby, das ist ein komisches Mensch. Er will Backwaren. Bei uns gibt's bessere Backwaren als bei Helmut. Oh, oh. Oh, scheiße, Mann, Helmut. Das war nur ein Witz, ich schwör. Wir können doch überall... Ich dachte mir jetzt, okay, passiert eh nicht, aber dann... Oh, voll zerlegt, Alter. Scheiße, Helmut ist gefährlich, Mann. Oh, scheiße, jetzt wird's ernst. Also, wer da stirbt, hat verloren. Gleich den ersten erwischt, wer kennt's nicht? Hä, hey, das sind überall Kugeln drin, das macht gar keinen Sinn! Da bringt uns Schreine. Junge, wenn die sich alle umbringen, sind sie doch tot. Ey, wenn du jetzt als letztes übrig bist, dann brauchst du doch nicht mitmachen. Es kriegt doch eh keiner mehr mit. Der Einzige, der überlebt hat, ist nicht tot. Geil. Was für ein Scheiß. Jetzt muss ich den Abwasch machen. Ach, da hätte ich mich lieber auch umgebracht. Weißt du, mal Blut auf den Tellern, Alter. Alter, was ist das für eine Scheiße? Yo, Homies, was geht ab? Euer Helmut hat euch heute was Leckeres gekocht. Und zwar diese geile Scheiße hier. Oh, aber ihr könnt das ja nicht mit mir essen. Oh, ich weiß. Wieso gehen wir nicht einfach in meine Nachbarschaft und laden alle zum Essen ein? Und dann? Was ist das hier? Paper Mario Welt? Oh, oh. Guck, was ist das? Big Mood? Essenzeit! Oh mein Gott, der Wichser will uns essen! Der Wichser will uns essen, ja geil! Was ist das für eine Alarmanlage, Alter? Ah ja, jetzt wird's nicht. Oh Mann, wo sind alle? Ich war.
das bei euch auch so laut, dann ist es genauso laut wie bei mir. Entfädet, Alter! Oh Mann, ihr lasst mich ja alle alleine! Oh Scheiße, Tampon verschluckt. Bleib ganz ruhig, mein Junge! Der findet nie unser Versteck hinter der Sonne, also immer... Die sind wohl dann tot. Vor allem, warum ist die Sonne da einfach mitten auf dem Weg? Was ist denn das? Voll dumm. Bist du also endlich bereit zu kooperieren, Agent Helmut? Helmut hat alle entmutet. Es wird mehr brauchen, um mich zum Reden zu bringen. Dieses Gesicht sieht so krank aus, Alter. Bald mir dieser Superlaser da. da kommen wir zu meinem superbösen Plan, Agent Helmut. Oh, Scheiße. Jetzt. Nein! Steini! Alter, wie viel Blut hat so eine Katze? Du musst doch noch leben! Antworte! Du musst doch noch leben! Nein! Oh, Scheiße! Aber keiner legt dich mit Agent an! Du hast meine Katze getötet! Hey, warte mal. Die Katze hat sich doch selber getötet! Die ist doch da reingesprungen! Also der Laser, der war ja von dir. Das war schon deine eigene Schuld. Ach, recht hat er, Alter. Und wenn er selber dran schuld ist, dann ist es seine Schuld. Also, Agent Helmut muss jetzt weiter. Wir sehen uns. Dad, guck mal, wen ich mitgebracht hab. Oh, Scheiße. Oh, Kacke, Mann. Daddy kommt zu dir nach Hause, Steini. Dad. Wie dumm, Alter. Weil als ob der Laser dann einfach aufhört zu lasern. Wie viel Blut haben denn die, Mann? Ja, man macht jetzt den Laser wieder an. Hä, wieso hat er sich eigentlich selber da drauf festgeschnallt? Das ist doch dumm. Er wollte sich doch eh umtöten. Tut einfach die Tür zu. Helmut, sie und ich, wir müssen mal reden. Ihre Stadt geht den Bach runter, es ist eine Schande. Fangen Sie mal an zu arbeiten. Die ganzen Straßen sind voller Heroinnadeln. Da sind überall Löcher und die ganzen Straßen sind doch eingefroren. Dazu kommt, dass wir eine Brücke... Dass überall Löcher sind, ist in Deutschland ja sowieso normal. Haben die ins Nirgendwo geht. Das ist ja nicht Deutschland. Und wir haben ein Monster in der Stadt. Das Godzilla da, das tötet alle. Voll platt gefickt, Alter. Oh. Mr. Helmut, bitte, bitte, bitte machen Sie einmal was für die Stadt. Oh oh. Es passiert gleich. Ah, oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah. Krasse Walle, Alter. Deswegen also die Spritzen, die Schlaglöcher und das Eis. Ah, cooler Trick, cooler Trick. So krank, Alter. Helmut regelt. Eine Stadt zu führen ist sowas von easy. Oh. Danke, meine Damen und Herren, dass Sie heute alle hier sind. Durch meine Nacht. Der sieht leicht tot aus. Forschungen ist mir aufgefallen, dass der Mörder nicht einer von Ihnen ist. Sondern alle. Denn ihr seid es. Hallo! Ja, klar! Doktor, es war Ihr Betäubungsmittel, was auf Madame Helmutas Taschentuch war. Als das Opfer betäubt wurde, haben Sie Ihren leicht durchschaubaren Plan in die Tat umgesetzt. Ihr habt beschlossen, das Opfer mit einem Messer zu töten. Jeder von euch war auf seine eigene Art mit dabei. Olaf, der Betrüger mit seinem Kugelschreiber. Hildegard, die Hinterlistige mit ihrer Brosche. Said, das Opfer mit seiner Zigarettenasche. Das ist so und dumm. Günther, der Gierige mit seinem Reisepass.
Jetzt, wo ich euch alle gesch... Das heißt, wenn jemand mein Taschentuch klaut und jemanden damit umbringt, bin ich mit dran schuld nach Helmuts Logik. Hoffe ich, dass ihr euch alle verhaften lasst, wenn der Zug anhält. Das glaubst du aber selber nicht. Vor allem mit der Kippe im Ohre. Ich hätte nicht anders gehandelt. Der größte Detektiv auf der Welt begeht Selbstmord. Das sieht auf jeden Fall nach Selbstmord aus. Ja, definitiv bringt sich so jeder um, Alter. Ich steck mich auch dreimal ab, wenn ich mich umbringen will. Warum hat er das wohl gemacht? Woher soll ich das wissen? Ich bin doch kein Detektiv. Es ist immer noch Alarm. Okay, klick. Aha, so, ihr sitzt hier mal wieder faul rum und macht gar nichts. Ihr seid so kacke. Auf jeden Fall haltet ihr jetzt hier die Stellung. Ich hab was Wichtiges zu erledigen. Die sitzen doch eh die ganze Zeit rum, also halten sie schon die Stellung. Ist das klar? Ja. Yo, Bitch, Zeit für eine Runde Fortnite. Pistolenschlacht! Pistolenschlacht! Ist klar, Alter. Das ist geil! Pistole! Ja, Alter! Das ist okay, eine Pistole! Wer macht denn sowas? Sag, geiles Polizeirevier! Ja, und der denkt sich nur so, Bruder, lass mich mitmachen! Oh! Oh, oh! Nein, er schmeißt es zum Ende. Aua. Ja, wischte die Pistole aus dem Gesicht. Okay, was zum Fick soll das? Das ist mal was Neues. Mal keine Wasser drin, sondern Waffen. Ich zeigen! Hey, voll in die Fresse! Junge, ich bin die Motorsäge! Was Motorsäge, Alter? Okay, okay, immer weiter so. Links, rechts, links. Ja, genau das, was ich dir beigebracht habe. Oh, war das krass, Mann. Verlier aber nicht die Deckung. Du musst da oben bleiben, ja, und... Halt, stopp, Friedrich! Hörst du überhaupt, was ich sage? Friedrich! Stopp, Friedrich! Das ist halt so in so einem Sandsack drin. Ich hab mich schon immer gefragt, was da reingehört. Jo, Digga! Gut. Es kann losgehen. So dumm, Alter. Hey, da ist doch sowieso... Boah, von dem Schlag, Alter. Guter Junge. Ja, wisch dir die Tränen mit Schein ab, Alter. Ich weiß, du bist das. Hilfe! Oh mein Gott! Bist du der neue Bauarbeiter? Ja, du heißt bestimmt Helmut, oder? Also, ich nenne dich jetzt einfach mal Helmut. Ich heiße auch Helmut. Ihr heißt eigentlich... Ach so, weil der auch Helmut... Ach, weil alle Helmut ist. Ich jeder Helmut. Ich Helmut, du Helmut, er, sie, es Helmut, die Helmut... Voraussetzung für diesen Job, du musst Helmut heißen. Helmutologie, die Lehre des Helmuts. Die Lehre des Helmuts, damit kennst du nicht, Alter. Die hat Jesus schon auf den Tisch gelegt. Kennst du eigentlich Nachrichten mit Helmut? Helmut, ja, ist mein Freund. Der ist ein großer Katja-Fan. Aber wer ist das nicht? Aber bin ich zwar einer dabei, der nicht Helmut ist. Alle Helmuts haben Führungspositionen und deswegen gehört der Laden jetzt her. Ich wohne, wer arbeitet dann, wenn alle Führungspositionen haben? Oh, und besser weißt mehr du baut? Eigentlich, was es zu Hause immer für Probleme gab? Ich habe 7 Brüder und alle heißen Helmut. Man kennt es von so einem Cartoon wie bei Tom und Jerry. Die laufen einfach über eine Baustelle und nichts passiert. Da wird was passieren. Zum Glück hat aber meine Mutter Helmuta immer den Überblick behalten. Und rat mal, wie mein Vater heißt. Genau, Mustafa. Das war so, aber wir klar. Sind da. Wie bei SpongeBob. Olaf. Ja, Günther. Ja? Office. Die können so gut bauen wie Nummer Robis. Das Helmut und Helmut, die haben wir den Übeltäter, der die Scheiße gemacht hat. Los, verhafte das Opfer. Du bist echt ein böser Mensch, das Alter. Das ist aber auch geil, Alter. Also. Voll verarscht.
Aha. Oh ja, tritt's Baby nochmal um, Alter. Alter, wenn da wirklich ein Baby drin ist. Oh nein, nein, nein. Der arme Helmut, Alter. Ja, das bringt doch davor schlagen was. Das ist eindeutig DHL. Voll dumm, Mann. Warum da? Warum denn nicht gleich so, Mann? Tod durch Lieferung. Switch, oh nein, das ist ja noch schlimmer, oh nein. Scheiß Pass. Ja. Oh. Da kommt mir das so. Keiner legt sich mit Helmut an. Oh, oh. Okay, Leute, es wird Zeit. Ihr wisst, was schon jetzt kommt. Los, Helmut, runter mit dir. Okay. Oh. Das ist eindeutig South Park, Alter. Gleich da. Ja, ja, hier lang und ja. Oh, Scheiße, Mann. So dumm. Ach, das war das letzte. Schade, Alter. Das war so geil. Die 30 Minuten waren zu kurz, Alter. Aber waren immerhin länger als 12 Minuten.